Hallo Ali, da bin ich wieder. Die Dummheit des Tages ist, wenn man Pizzateig macht, ohne Germ reinzugeben. Ja, das hat man schon. Wirklich dumm ist man, wenn man das dann nochmal gemacht hat. Aber ich habe intelligenterweise schon 2 Stunden bevor ich den Teig gebraucht habe, geschaut und habe Germ nachgeknetet. Und schaut, es hat funktioniert. Er ist aufgegangen. Komm, ein bisschen kleiner. Ja, brav, ist er. Ich würde gerne die Titanic wetterbauen. Wollt ihr die mal sehen? Schaut's mal. Da ist die Titanic. Der Vorderteil, der erste Mittelteil, der zweite Mittelteil. Und da kommt dann irgendwann noch der Rest. Schnee ist auch, Kindergarten hat offen. Alles wunderbar. Und jetzt sollte ich mich sputen, dass es heute was zu essen gibt. Ich werde mal den Käse reiben, sollte mir das gelingen. Schauen wir mal. Ach ja, ich bin der alte Knacker aus dem Haus, der gesteht in Nalenkbach im Wienerwald. Und das ist der Nalenkbach-Vlog. Heute sind die Gedanken am Sonntag dran, sozusagen. Denken wir an die Vergangenheit. Folgende Situation. Meines Zeichens habe vor ewigen Zeiten mal den Film Ein täglich grüßt das Murmeltier gesehen. Und ich hatte ihn als sehr guten Film in Erinnerung. Ja? So, als richtig guten. Ich habe den damals auf VHS gehabt. Ja, ist schon eine Weile her, klar. Gut. Jedenfalls ist dann irgendwann bei uns das Gespräch darauf gekommen, ist ein Butterkäse auf der Pizza, glaube ich, keine gute Idee, oder? Der läuft sich nicht einmal rein. Ist das Gespräch mal bei uns drauf gekommen, haben wir gedacht, so, jetzt zeige ich den mal meiner Familie und habe zu meinen Entsetzen festgestellt, dass ich ihn gar nicht hatte. Auf DVD. Habe ich ihn also bestellt. Und heute war es so, da haben wir geschaut. Und ich habe da den Jim Murray? Den Herrn Murray. habe ich in Erinnerung gehabt, wie er da jeden Tag aufwacht. Und dann habe ich ihn heute gesehen und bin ernsthaft neben dem Film richtig depressiv geworden. Keine Ahnung, wie das wieder geht. Offensichtlich bin ich gerade in einer sehr labilen Situation. Bekommen. Echt. Naja, wie dem auch sei. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich weiterhin relativ instabil bin gerade und führe das wieder auf mein Thema zurück, vor dem ich mich gerade wieder drücke. Ja. Also gute Ausrede, Kinderkram, jetzt muss ich Lego bauen, weil die Saison beginnt ja bald. Und eigentlich wollte ich das ja im Dezember schon erledigt haben. Ihr wisst Bescheid. Ja, so war das. Und nichts hat funktioniert, ne? Ich hab's nicht fertig gemacht und überhaupt und sowieso und eh klar. Naja, jetzt ist die Frage, wie ich damit weiter umgehen soll. Ah, Tomatensauce habe ich noch keine gemacht. So ein Fusch, aber auch. Das sind so die Nachdenkungen gerade. Welche Tomatensauce haben wir heute nicht? Die passierten oder die passierten? Das nicht einmal wirklich die Eltern sind. Weil das halt ein ewiges Zeug, oder? Wie lange hält das Zeug? Bis 2026? Weiß nicht, ob das 2026 hält. Die andere hält bis 2025. Jedenfalls kein Stress mit der Tomatensauce. Ja, jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn das hin, mich ein bisschen zu stabilisieren? Wie mache ich denn das? Und vor allem, wie kriege ich die Tomatensauce raus? Naja, sie ist sehr human und flexibel. Also mit anderen Worten, ich bin sogar ein bisschen überlegen, wie ich das so auf die Reihe kriege. Und wie ich meine ganzen Projekte auf die Reihe kriege. Das überlege ich mir auch. Nicht so einfach. Nicht so einfach. Die Firma Canon sollte sich überlegen, wie sie die Firmware für die PowerShot GC Mix Mark III hinkriegt, denn die ist nach wie vor der Meinung, dass ein Netzgerät dran steckt, was ganz klar nicht der Fall ist. Das heißt, der Akku wird jetzt... Ah! Das ist die Lösung für alle Energieprobleme. Wir nehmen ganz viele PowerShot G7X Mark IIIs, hängen kurz ein stabiles USB-C
Ladegerät an, zum Beispiel ein Lenovo, 65 Watt Ding. Und während die Powershot dann eingeschalten ist, ziehen wir das Ladegerät ab. Mit dem Effekt, dass die Powershot nicht merkt, dass kein Ladegerät mehr dran ist und sie endlos läuft. Das ist ein schönes Konzept. Da bin ich gleich voll dafür. So machen wir das. Ja. Das ist drin. Jetzt sollte ich mir schon langsam Gedanken machen, wie ich den Ofen dazu bringe, wieder mehr Hitze zu machen. Denn wenn ich ja mit der Motivation weiter tue, die er jetzt gerade hat, werden wir heute Mitternacht noch ein paar Hitze drin. Ja, aber macht ja nichts, oder? Mal aufpassen. Dann nehmen wir gleich mal den Majoran, den Oregano. In das Tomatenzeug hier ein bisschen Mehl. Und ein bisschen Majoran. Hui, das war ein bisschen viel. Salz auch? Salz auch. Meine Eltern haben gern Salz, die schmecken gern was. Und meine Frau auch. Also eine Win-Win-Situation sozusagen, wenn ich Salz reingehe. Ja, so läppert man so dahin. So machen wir das. Ohne Hemmungen. Ich muss unterbrechen. Also, die konkrete Frage ist, wie kann man die Frühjahrsdepression in den Griff kriegen? Und warum hat man sie überhaupt? Das ist die große Frage. Wobei ich denke, es hängt in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Kindergarten. Bin da jetzt verwöhnt, ein paar Leute waren, denen hat es gedacht. Jetzt gehe ich mit dieser Einstellung an die nächsten Tage, dass die Leuten das taugt und dass wer kommt. Und dann kommt keiner. Und dann ist der Frust. Ich glaube, ich mag da mehr Mehl rein. Ich hab's gerne ein bisschen gemehlt. Und Mehl ist ja auch günstig, muss man auch dazu sagen. Mehl ist noch finanzierbar. Noch. Betonung auf noch. Habt ihr das mit dem Geldverfall gemerkt? Seit 2020 haben wir einen 50%igen Geldverfall. Quark, oder? Ja, bin auch schockiert. So, es geht an die Mehlung. Muss man schauen, wie man damit umgeht. Ja, wo war ich? Ich war eigentlich bei der Frühjahrsdepression. Ja, die Frage ist, ich glaube, es hängt auch unmittelbar mit meinem Körper zusammen. Es ist so, ich habe den blauen Knacker gestartet und irgendwie falle ich jeden Abend in die Fresssucht. Ich meine, zugegeben, ich habe jetzt die letzten Tage, abgesehen von Popcorn und gerösteten Mandeln im Zirkus, nicht genascht. Das ist eigentlich schon eine super Leistung. Ja? Andererseits ist es auch ein bisschen selbstbelügend, denn ich habe... Denn ich habe sehr viel Müsli gegessen und das Müsli ist relativ süß. Ja, also so gesehen könnte man es als Selbstbelügung einstufen. Naja, müssen wir mal schauen. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr den Jahresstart gut hingekriegt? Habt ihr irgendwelche Schwierigkeiten persönlicher oder zwischenmenschlicher Natur? Ärgert euch was? Habt ihr alles im Griff? Geht's euch gut? Schreibt es doch mal drunter, würde mich sehr interessieren. Ich bin so im Hoch-Tief-Modus. Mal hoch, mal tief und dazwischen mit Modus. So ist es bei mir. Heute schmeißen wir übrigens Kapern auf die Pizza und wenn alles klappt, auch ein paar Artischocken. Das muss ich mir noch zu Gemüte führen. Sollen wir Artischocken? Die Artischocken sind so viele im Glas, wisst ihr? Das ist so ein bisschen
das Problem an der Sache, aber andererseits, was so ist, ist ja kein Problem, oder? Ja, also das ist mein aktueller Stand. Er ist schwierig und mal schauen, wie das Konzept weitergehen wird in den nächsten Monaten, Tagen, Jahren. Ja, der Teig ist ein bisschen widerspenstig, aber sehr kreativ. Schaut euch die Form an. Pizza in der Form gibt es nicht oft, oder? Ja, die kreative Pizza aus dem Hause Schmatz. Das ist das Konzept. Mir fällt eh nichts ein. Schauen wir mal, vielleicht kommt später noch was. YouTube-Vorschläge mit Lumia 550, das neigt sich gerade dem Ende, dieses Ding. The Trick That Made Mickey Mouse Famous von Phil Edwards. WDR-Geschichten Jung von der Lippe von Jung von der Lippe. Kommentiert Lego-Katalog Januar bis Juni 2024 von Klemmsbaustein Lyrik. Wieso sind da jetzt drei Fenster offen? Thorsten Streter Cosplay von Markus Welt. Spiel's noch einmal Sam von WDR Comedy und Satire. Roland MT90S von Cadote Radio. 3 Easy Magic Tricks for the Bar von Jason Mara. Höchstes Tiny House wohnen im 60 Meter hohen blauen Turm im Bad Wimpfe. Es wäre schon. Ja, das war's schon wieder für heute. Wir sehen uns morgen.